Herzlich willkommen in der Denkgarage. Ja, Garage und nicht Fabrik, denn wir sind noch klein. Und wer kennt sie nicht, die Menschen, die klein in der Garage angefangen haben und nun Großes bewirken. Heute dürfen Sie Zeuge sein, wenn es wieder darum geht, dass wir das neutrale, betreute Denken übernehmen. Wir, ein kleines Team von Experten, wissen nämlich ganz genau, was sie benötigen, was sie wollen und was ihnen gut tut. Unsere Einsichten sind selbstverständlich nur auf Ihr persönliches Wohl ausgerichtet. Wir sind die Experten aus der Denkgarage. Unsere Lösungen sind alternativlos und immer verhältnismäßig. Kriegen wir ein Impfabonnement? Und mit diesem sehr kritischen Thema, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, begrüße ich Sie ganz herzlich hier in der Denkgarage, wo Sie auch gleich durch meine vier top angesehensten, internationalen bekannten Meinungsbildern, die ehrlichsten Wahrheiten und die unwahrsten Verschwörungstheorien auch konfrontiert bekommen werden. So, meine vier Top-Experten sind auf der einen Seite der Dr. Med. Simon Feldhaus. Herzlich willkommen. Umweltexperte Erich Meidert, und unser ärztlicher Direktor aus Konstanz, der Dr. Eckhard Mosetta, herzlich willkommen. Und natürlich unser Professor Dr. Carsten Bartsch, herzlich willkommen. Ihr im Team. Und über dieses Impfabonnement möchte ich jetzt gerne mit euch diskutieren und bitte euch jetzt gleich in die Denkpause zu gehen. Und wir sind sofort wieder für Sie da. So, da sind wir wieder und Impfabonnement habe ich selbstverständlich als erst bei Google eingegeben und darf dazu Folgendes lesen. Zitat moderner Chef zu einer sehr bekannten Schweizer Zeitung: Ich würde gerne eine langjährige Partnerschaft mit der Schweiz eingehen, mit einer Verpflichtung zu einer bestimmten Mengenabgabe. Und auch in der Schweiz steht eine Art Impfabonnement zur Diskussion. Sehr fürsorglich von Moderna, sehr fürsorglich. Auch ökonomisch sinnvoll. Ja, ich meine, man kriegt es also auch günstiger, wenn man es eben, also da muss man doch wirklich auch mal für das Unternehmen ökonomisch denken. Wenn ich über Jahre gesehen einfach fixe Absätze habe über dieses Impfabonnement, dann kann ich natürlich zahlreiche Effizienzen, nicht nur in Forschung und Entwicklung, sondern auch in der Produktion, in der Logistik, in der Lagerhaltung realisieren, die natürlich eins zu eins an den Kunden direkt weitergegeben werden. Ja, ja, es wird auch in der Schweiz produziert, weißt du, die Wege sind klein. Aber noch die Beschäftigungseffekte der ganzen Geschichte, sensationell. Man hat schon übel mitgespielt mit Moderna, habt ihr das mitgekriegt? Die müssen ja jetzt gegen Pfizer klagen und gegen BioNTech klagen, weil man Patente verletzt hat. Pfui. Ja, ganz übel, ganz übel. Diese Milliardengewinne hätten viel besser ausfallen können, als jetzt Taten Wahrheit sind. Ja, aber das ist doch kreatives Management, bitte. Ja, da hat man diese kleinen Wadentreter oder sowas, die da irgendwie kleinlich um Patente rumdiskutieren. Ja. Da sagt man, dann machen wir es eben ganz anders. Dann machen wir ein Impfabonnement. So, bumm. Und wisst ihr was, das lassen wir uns auch noch patentieren, diese Idee. Und damit schauen alle anderen in die Kanüle. Absolut. Richtig. Aber ich verstehe nicht, CDF schreibt auch, manche Kritiker sehen das geplante Infektionsschutzgesetz als Einstieg zu einem 3-Monats-Impfabo. Die sehen das als ein Problem. Aber auch andere Zeitungen wie die Bild-Zeitung schreibt darüber, dass das Nötigung sei. Und ich verstehe das überhaupt gar nicht. Ich meine, es ist doch schön, alle 3 Monate kriegst du eine ärztliche Betreuung. Ja, das ist ja das, was Sie alle nicht begreifen. Dass die moderne Gesundheit muss halt einfach geplant werden. Das haben wir zu Hause auch. Bei uns zu Hause ist an der Tür ist so ein spezieller Computer. Ich muss jeden Morgen mich einloggen. Und wenn die 3 Monate rum sind, dann warnt er mich gerade, dass ich zuerst meine Impfung gebe, bevor ich aus dem Haus raushole. Das machen wir schon seit 2 Jahren. Und das ist eben das Schöne, dass man muss nicht mehr nachdenken. Das ist eben dieses einfach, es läuft und es kommt gut. Und Herr Lauterbach hat nun mal in Studien gelesen, dass es eben genau so ist, dass alle 3 Monate muss man das auffrischen, weil sonst einfach dieser Titer unter die 1000 fällt, was eher zu schwierigen Herz-Kreislauf-Situationen führt. Und dann finde ich das alles in Ordnung. Man muss nicht mehr denken, es läuft. Ich finde das eine sehr gute Idee. Und eben für Moderna, perfekt. Meine Schweiz ist eh ein moderner Land. Ja. Und ich finde es eh diese blöde Marktwirtschaft. Was sollen die anderen Firmen? Es langt eine Firma. Ja. Und das ist eh die beste Impfung. Warum sollen die anderen? Deswegen finde ich es gut, dass die verklagt wurden. Ich bin sicher,
die haben das übelst kopiert oder so. Naja. Und deswegen finde ich, ich finde das ein sehr, sehr schöner Weg. Ich freue mich drauf. Und, aber eben, bei uns zu Hause läuft es eh schon. Also insofern ist nichts Neues. Ich bin ein bisschen kritisch, ob alle drei Monate reichen, muss ich schon sagen. Ja. Da habe ich von Herrn Lauterbach schon gehört. Am Anfang hieß es nämlich ein Jahr, dann hieß es sechs Monate, jetzt drei. Und ja, ich meine, wenn wir schon so einen starken Virus wieder haben wie die Affenpocken, ich weiß nicht, ob wir da nicht auf monatlich gehen sollten. Ja, ich glaube, dass die Planbarkeit Sicherheit vermittelt. Ja. Mhm. Sicherheit, dass man nicht so viel denkt. Wir denken dann immer mehr. Und vielleicht kann das sogar Kosten senken. Denn dann ist die Planbarkeit und die Logistik sicher. Mhm. Es muss niemand mehr warten. Und gegebenenfalls Sicherheit, Denkfreiheit. Ich glaube, man muss da auch mal ganz neue Wege gehen, glaube ich. Was denkt ihr über Kooperationsmodelle? In München ist im Moment ganz viel Diskussion über die Wiesn. Ja. Was wird auf der Wiesn gemacht? Ja, natürlich Bier getrunken. Und jetzt stellt euch doch mal vor, wir würden sozusagen gleich Biermischgetränke anbieten. Ja. Affenpocken, alles was wir brauchen. Es wäre alles gleich mit reingemischt und alles, was es braucht, ist eine Maß und du bist gesund und bleibst gesund. Und das wäre doch ein Traum. Der Ansatz. Ja, ja. Aber ich habe schon von neue Wege gehört. Schluckimpfung. Vielleicht neu wieder. Eine neue Version von der Schluckimpfung. Ja. Mit Bier. Mit Bier? Ja. Ja. Weil Zucker und ist nicht so gut, also machen wir es ins Bier. Ja. Ja. Dann könnte man auch, die ärztliche Überlastung schaden. Ja. Denn es gab hier einen Aufruf, dass viel zu viele Menschen zum Arzt gehen. Deshalb hat tatsächlich in Baden-Württemberg gab es die Empfehlung, nicht mehr zum Arzt gehen, sondern einfach per Telefon sich krank melden. Ja. Und der Arzt schickt dann einen Attest. Ja. Genau. Ja. Also, das ist ganz sicher. Und statt dem Arzt machen wir einfach eine Schluckimpfung auf der Wiesn. Ja. Ja. Du hast echt die Lösung getroffen, denn ich habe mir gerade sehr viel Sorgen gemacht. Jetzt wird ja auch wieder Geld ausgezahlt wegen der Energiekrise an alle Studenten und in Deutschland. Mhm. Und man hat jetzt ausgerechnet, dass es ungefähr zwei Jahre geht, bis jeder Berechtigte das Geld kriegt, weil man die Transaktionen nicht abwälzen kann. Man kann es einfach nicht stemmen. Wie soll man denn alle drei Monate eine Impfung stemmen? Ja, deshalb Schluckimpfung. Mhm. Genau, Schluckzug geht es dann praktisch. Ja. Und noch auf der Wiesn sagt man immer eins, zwei gesoffen, sondern eins, zwei. Aber ist denn die Gefahr nicht zu groß, dass die einen zu wenig kriegen, die anderen zu viel? Mein Zuschauer ist ein zu viel. Ein zu viel. Also nein, mal fünf, sechs Schluckimpfung ist ja präventiv. Ja. Also, das ist doch immer gut. Ja, in der Schweiz werden wir es ins Käsefondue einbauen. Das ist eigentlich auch viel. Ja. Wir müssen es ja in die Grundnahrungsmittel. Man kann es kulturell anpassen. Hier in der Schweiz kulturell angepasst und das Käsefondue. Und das muss man sagen, ZDF heißt ja zweites deutsches Fernsehen, nicht erstes deutsches Fernsehen. Das sind irgendwie so zweiklassige Informationen. Und Bild-Zeitung, mein Bild sagt mehr als 1000 Worte, ist ja furchtbar. Ja. Also, nein, also das sind wieder Quellen. Naja, Google schreibt halt, was geschrieben werden muss, aber ZDF heißt zweiklassig. Ja. Ach so. Ja. Also ich habe schon in einer Verschwörungszeitschrift Sachen gelesen, dass man anscheinend auch mit Mücken experimentiert, die eine über einen Stich die Impfung übertragen könnten. Anscheinend wird das wieder an Bill Gates in die Schuhe geschoben, dass er damit experimentiert. Fände ich auch noch eigentlich ein sehr gesundheitswirksames, entlastendes Modell. Ja, genau. Aber wisst ihr auch, die Schweiz ist gerade Großexperimentierfeld dafür. Ich kann es euch sagen, ich bin gerade in die Schweiz gezogen, also sozusagen ins gelobte Land. Ja, und in meiner ersten Nacht in der Schweiz haben mich gleich fünf Mücken gestochen. Ja. Ja. Was? Also, das kann doch kein Zufall sein, bitte. Ja, das ist eben neu. Früher war in der Schweiz eine Grenzkontrolle, wenn Ausländer einreisen, vor allem gibt es fünf. Aus Deutschland ist das schwierig. Da musste man noch an so Röntgengeräten vorbei, hat man so Tuberkulose gemischt. Heute hat man das besser gelöst. Es wird nichts mehr kontrolliert, dafür die Mücke eingesetzt. Die haben mich vielleicht auch gechippt. Viel intelligenter. Das ist natürlich sein. Ja. Du hast sicher auch sehr starke Ausschläge gehabt. Das ist riesige. Ihr möchtet es nicht sehen, also bin ich hier Spaß. Heute reagiert jeder auf diese Stiche. Darum heißt es immer, eine Mücke macht noch keinen Sommer oder so. Ja, jetzt hast du fünf, jetzt bist du Schweizer, jetzt gehst du dazu. Jetzt musst du was nachholen, also bitte. Fünf Mücken sind Schweizer Recht, oder? Ja, genau. Ja. Genau. Impfabonnement, wir konzentrieren uns jetzt immer eigentlich nur auf diese Affenpocken, aber es gibt doch sicherlich auch noch andere Impfungen. Ich sage jetzt auch mal die normale Grippeimpfung, brauchen wir doch auch hin und wieder mal eine Masern, Mumpf und Röteln, auffrischende Tetanus und so weiter. Wird das alles in dieses Impfabonnement schon integriert, zu sagen,
12-fach-Impfungen oder 20-fach-Impfungen oder so. Das Schöne ist, mit dieser mRNA-Technik, dieser neuen, ist das sehr einfach zu machen. Da kann man innerhalb von einer Woche einfach einen 18-fach-Impfstoff herstellen, wo einfach alles in einer Impfung drin ist, respektive in dem Erbinformationsding, wo der Körper ja dann selber produziert. Das ist viel effizienter, da muss man nicht 7 unterschiedliche Impfungen machen. Und das kann man einfach entwickeln und auf den Markt bringen, wird ja dann auch direkt zugelassen, weil man kennt die Technik jetzt ja, sie hat sich bewährt, sie ist jahrelang erprobt mit jahrelanger Erfahrung, was Spätsysteme angeht, dass es eben keine gibt. Und deswegen ist es ja auch per Gesetz ausgeschlossen, dass es sie gibt. Und das Schöne war, man hat ja gesehen, hier in der Schweiz wurde ja dieses Vertragswerk, wo die Schweiz mit diesen Impfherstellern gemacht hat, so sehr transparent veröffentlicht. Ich habe das da gesehen, das sind irgendwie 50 DIN A4 Seiten und es waren genau 3 Seiten, die man noch lesen konnte. Die 47 Seiten waren geschwärzt, weil das war unwichtiges Beimaterial. Ja. Das fand ich ein typisches Beispiel von Transparenz. Und dort war unter Nebenwirkung genau nichts. Einfach nichts. Das wäre ja da drin gestanden. Also wenn es gewesen wäre, stünde das da. Also wissen wir jetzt heute, das ist eine komplett sichere Technik. Und mit der kann man das machen. Das finde ich eben genial. Da kann man 18 Sachen gleichzeitig impfen. Ja. Aber ich frage jetzt mal den Arzt, nachher wie, ist es, gendern. Wie ist es denn mit der Dummheitsimpfung? Wann das, kommt denn eigentlich die Dummheitsimpfung? Ja. Sind wir noch nicht so weit medizinisch? Ja. Wird das vielleicht nicht gewollt? Was ist mit der Dummheitsimpfung? Ich glaube, Herr Lauterbach ist da bereits schon dran. Er hat an sich selber die erste Impfung ausprobiert und ist jetzt das am Verteilen, dass eben so diese staatskritischen Bemerkungen, die werden weggeimpft. Das funktioniert eben wunderbar und dann hat man eben dieses streit und unter dem System stehende Denken und das ist natürlich wunderbar. Aber es sind 2 Impfungen in 3 Wochen und dann ist erledigt. Nee, in Deutschland hat er aber einen Gegenspieler und der heißt Bundeskanzler Scholz. Der sagt, vergiss es. Ja, aber um vergiss es zu sagen, braucht er eine halbe Stunde. Also insofern, da hat schon wieder keiner mehr zugehört. Also, weil das S kriegt schon wieder niemand mehr mit. Ja, und wenn man dann fragt, was habt ihr denn diskutiert, dann sagt er, vergiss es einfach. Ich kann mich jetzt nicht mehr ganz erinnern. Und dann tut er sich so schwer und sagt, die Demenzimpfung, Er tut sich da jetzt gerade schwer. Ja, weil man sagt, okay, das machen wir so, go Kali, go. Und dann vergisst das wieder, was ausgemacht haben. Also da muss man irgendwie eine Impfung noch machen, gegen das Vergessen. Genau, und die Demenzimpfung, die hat eine fantastische Geschichte. Ja. Da muss man sagen, da hat man ja extrem viel gelernt. Ihr wisst ja, da gibt es ja die Plaques beim Alzheimer. Und dann hat man zuerst Medikamente entwickelt, dann hat man gemerkt, Mensch, so gut ist es nicht. Dann kam man auf die Impfung und stellt euch vor, tatsächlich 500 verschiedene Medikamenteentwicklungen und Impfungen sind gescheitert. Und die Erfahrung, die nimmt man jetzt, dass mit einem ganz neuen Prinzip, nachdem alles andere nicht funktioniert hat, eben auch gegen Alzheimer geimpft wird. Ja. Und jetzt kommt was Wichtiges. Nachdem es bei all denen, die das Problem haben, nicht wirkt, ist doch klar, man muss viel früher impfen. Im Jahr. Mit 30. Ja. Mit 30 wird geimpft, dass später keine Plaques entstehen. Also ich Und das darf man nicht vergessen. Ja, das darf man nicht vergessen. 60 muss daran denken. Genau. Das ist so ganz klar kalkuliert, dass man die ganze Erfahrung mit den 500 gesagten Substanzen jetzt ganz ad hoc neu klärt. Ja. Einfach mit 30 Impfen gegen Alzheimer alle. Das soll man sagen, wir 5, wir sind verloren. Ja. Ja. Ich habe meine Kinder mit 3 geimpft. Ich sehe gar nicht ein. Also ich warte nicht bis 30. Ich habe gedacht, wenn, dann machen wir das gerade richtig. Genau. Und im dritten Lebensjahr war das eigentlich perfekt, dass wir da jetzt schon die Impfung haben. Das war auch diese mRNA-Technik, weil der vertraue ich eben. Und dann habe ich das gerade gemacht und jetzt bin ich gespannt. Das werden wir jetzt mal sehen. Also meine sind sicher. Also ich muss da noch nachholen, muss ich ehrlich gestehen. Ich dachte immer noch, mit Omega-3 könnte man etwas mit der Intelligenz in Verbindung setzen. Aber da lag ich jetzt wirklich... Omega-3 ist doch ein Raumschiff. Also was ist das? Das ja, sagen Sie als Unbeteiligter zum Thema Intelligenz. Ja, also Fischöl, das ist... Bist du eine Jugend, kannst du viel lernen. Ja, ich werde das nachholen. Ist die schon diese Impfung? Das sind mehrere. Kann auf ich Markt. Zwei aufs Mal nehmen? Im Moment war leider so, dass zu viele gestorben sind dran, aber mit dem neuen... Das war nur wegen der Sommerhitze. Sommerhitze. Das war nur die Sommerhitze und der Affenpock. Das hatte nichts mit der Impfung zu tun. Und deshalb ist jetzt die bessere Lösung eigentlich. Die kommt. Die kommt. Ich habe von einem Verschwörer, das muss ich ehrlich sagen, ich schaue immer wieder mal auch rein, was der Professor Bakhti so zu sagen hat, was da wieder neu modern sein sollte. Er hat einmal gesagt, auch die normale Grippeimpfung, die im Herbst wieder kommt, sei auf der neuen mRNA-Basis. Die Hälfte. Von dem sei schon alles gesichert, dass es eigentlich erfolgreich weitergeht. Man hat diese veraltete, dumme Impfung, die wir seit 20 Jahren kennen, die ist eh Unsinn.
Und hat jetzt aber neu eben, und das Schöne ist, dass man es eben jetzt mit Corona kombiniert. Also das ist eben der eigentliche Gag an der Geschichte, dass man die Grippeimpfung gleichzeitig mit der Corona-Impfung macht. Ja. Alle 3 Monate. Weil dann können wir uns auch viel besser an die sich ändernden Bedingungen anpassen. Das finde ich super. Und Herr Bhakti ist natürlich schwierig. Das ist irgend so ein esoterischer Freak, der eh keine Ahnung hat, der sich irgendwie Professor nennt. Also ich meine, der einzigste nachgewiesen echte Professor ist Herr Lauterbach. Herr Bhakti ist, glaube ich, irgendwie, der hat sich den Titel gekauft irgendwo in Südamerika oder so. Mhm. Also das ist nachgewiesen, dass der nie irgendeine wissenschaftliche Arbeit gemacht hat und so. Ja. Herr Lauterbach hat zwar keine Approbation und hat nie eine Dissertation geschrieben, aber ist ja egal. Er ist trotzdem Arzt. Er ist Gesundheitsminister. Also und Arzt ohne Approbation. Und ja, dieser Herr Bhakti, nein, das geht gar nicht. Also das muss man ändern. Ja, trauriges Kapitel, aber wir freuen uns darüber, dass es so wunderbare Lösungen gibt. Ja, diese kritische Einstellung muss man wirklich zutiefst verteufeln. Ich habe ja Netflix, Amazon Prime, was haben wir alles abonniert. Ja. Und da gehört doch das dazu. Bitte. Man muss bei den Abos einfach nur mal sehen, das Glas ist halb voll. Ja, also ganz klar, alles wunderbar. Ja, was habe ich mal gelesen? Ich meine, generell, wenn so ein Impfstoff reinkommt, dann ist er halt innerhalb von 24 Stunden wieder weg. Aha. Also man kann das ja gar nicht mehr nachvollziehen. Deswegen hat er keine Nebenwirkungen. Das ist ja der Gag an der Geschichte. Mhm. Das ist eben das Schöne. Sprach die Klappe schon lange. Und ist alles weg. Und um ganz sicher zu sein, wird auch überlegt in das Abo, das hat man jetzt schon erprobt, dass eigentlich in allen Altersklassen auch gleich gegen Pneumokokke, gegen Meningokokke und auch gegen sonstige Erreger mitimpft. Ja, eben, alles auf einmal. Denn wenn man das tut, dann läuft man auch gar nicht in die Gefahr, dass eine Nebenwirkung kommen könnte. Ja. Und deshalb ist man mit Eiltempo dran, das ist hoffentlich bald da, auch eine Impfung gegen Epstein-Barr und Varicella-Zoster. Irgendwie, wahrscheinlich auch wegen der Sommerhitze, ist sozusagen auch das Varicella-Zoster und das Epstein-Barr in den letzten 2 Jahren aus unerfindlichen Gründen. Ist da noch die Gürtelrose auch? Ja, die gehört da dazu, Gürtelrose. Ist das sozusagen aufgepoppt und wir haben viel mehr Leute. Und deshalb glaube ich, da das jetzt aus dem heiteren Himmel kam, dass das zum Abo dazu kommen wird, weil viele das schon so praktizieren. Wie schaut es mit der Neurose aus, wenn wir schon bei der Rose sind? Ja. Gut, können wir auch mitmachen. Und hier in der Schweiz wird das Abo mit einer Bratwurst kombiniert. Mit jeder Abo-Impfung bekommt man eine Bratwurst, das hat sich hier bewährt. Wir haben hier so mit Impfbussen und es gab Bratwürste für die Impfung. Ja. Und das ist in der Schweizer Bevölkerung extrem positiv aufgenommen worden. Ja. Und das baut man jetzt um. In Hamburg wird es einen kurzen geben, aber... Auch im Stadion, das wird kommen. Ja, ja, ja. Dass Fußball sicher weiterläuft, gibt es die Wurst mit der Impfung im Stadion. Das wäre natürlich ganz besser. Ja, wirklich. Ja. Denn da sind eh alle da. Ja, ganz berühmter Mann nennt man Würstel-Uli. Also der reagiert. Ich habe es ja gesagt, wir müssen einfach neu denken. Richtig. Wir müssen mal die alten Wege verlassen, neu denken. All in one. Also das ist ja eigentlich die Rettung des Gesundheitswesens. Ja. Ich habe mir immer die gedacht, Rettung des Gesundheitswesens ist die Bratwurst. Alle chronischen Krankheiten explodieren und jetzt kriegen wir eigentlich über ein Impfabo das endlich in den Griff. Ja. Das ist schon eine ganz tolle Geschichte, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und ich denke, auch damit haben wir alle Fakten glasklar auf den Tisch gelegt. Und es darf eigentlich wirklich keine Diskussionen mehr über alternative Sichtweisen geben. Es ist alles gesagt. Und was mir noch bleibt, ist, Sie einfach ganz höflich zu bitten, diese Sendung wieder weiterzureichen an alle Esoteriker, Verschwörer, Schwurbler, Aluhutträger, aber auch an die alternativen Medien mit der großen Hoffnung, dass wir dadurch das neutrale betreute Denken ein wenig mehr fördern dürfen. Und bevor Sie uns gleich zuspammen mit irgendwelchen Mails über diese Sendung, bitte erinnern Sie sich daran, was hier unten links während der ganzen Sendung hindurch gestanden hat. Ich wünsche Ihnen in diesem Sinne alles Gute, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim Impfen. Alles Gute. Mit Bratwurst. Und mit Abos in die Zukunft. Sakramente, Abonnement. Neudenken.